Grip. Und der hat zum Beispiel am Piano Man ein Album, das also mit klassischen Songs drauf, das sich aber nicht so richtig gut verkauft. Da hat er ungefähr 7.000 bis 8.000 Dollar nur verdient in den nächsten, in den kommenden 10 Jahren. Also das heißt, von allen Sachen musste er so viel abgeben, dass er lange Zeit wirklich finanziell nicht gut gestellt war. Das hat ihm, war ihm auch immer klar. Er musste immer kämpfen und hat sich auch um die Geschäfte nicht so gut gekümmert. Er merkte dann aber, dass aber Interesse da war. Und Columbia Records hat sich dann doch sehr engagiert. Und der abbiegen. Boss Walter Yetnikoff, ein großer Fan auch von Billy Joel, der hat ihm dann später geholfen, die Rechte von Arthur auszueisen. Er hat die Songrechte, die Verlagsrechte, dem Mann abgekauft. Und der wollte das nicht. Und da hat Yetnikoff mit starken Drohungen, und ich weiß nicht, was für Drohungen es waren, ihm gesagt, hör mal, du machst das jetzt. Und das hat Yetnikoff dann später Billy Joel geschenkt, diese Rechte. Aber bis 1986 musste Billy Joel an Family Productions zahlen. Dafür, dass er entdeckt wurde 1970. Also das ist schon ein hartes Brot. Und geschäftlich ging es dann erst besser als seine Frau. Er hatte nämlich geheiratet, die Frau eines früheren Mitmusikers, Elizabeth. Wurde seine Managerin in den 70er Jahren. Danach gingen die Geschäfte besser, weil sie die Verträge lesen konnte und sie dafür sorgte, dass also das auch eingehalten wurde. Dinge, die Billy übersehen hatte. Das lief dann besser. Die Ehe lief dann irgendwann nicht mehr so gut, weil das funktioniert sehr geschäftlich, zusammenarbeiten und dann Ehe führen. Aber danach kam ja erstmal Piano Man. Und da müssen wir unbedingt auf diesen Titel zusammen eingehen. Auf jeden Fall. Weil das ist die Geschichte aus dieser Hotelbar, die er da erzählt. In so plastischer, schöner Form, dass man genau weiß, ey, man stellt sich genau vor, man sitzt in der Bar, da sitzt der Geschäftsmann. Und auch die Zeilen, die er da geschrieben hat, sind toll. Also, the waitress is practicing politics, the businessmen werden langsam stoned und sie trinken zusammen das Getränk, das Lonely, das Einsamkeit heißt. Aber es ist besser, das zu trinken, als allein zu sein. Also, da sind richtig wunderschöne Wortspiele auch drin und Bilder. Ein klassischer Song mit einer wunderbaren Melodie. Das darf ja auch bei keinem Konzert fehlen, aber ist er dir damals schon aufgefallen oder wann bist du das erste Mal auf Billy Joel aufmerksam geworden? Also ich habe ihn gehört, 73 kam das raus und da lernte man Piano Man irgendwie kennen. Ich weiß auch nicht, ob es im Radio lief oder so, damals fing ich an Radiosendungen zu machen, aber das fiel schon auf. Also das war eine neue Stimme in Amerika und dieser Song ist ja absolut attraktiv. Bleibt ja auch unheimlich hängen. Ja, den weiß man sofort zu erkennen. Und dann fing eigentlich das Interesse an, erst an, aber erst eigentlich 2-3 Jahre später wurde er so jemand, den man auch richtig war. Das war ja 73, übrigens noch eine Anekdote, er lernte seinen Vater dann endlich wieder kennen, der dann, als er 22 war, nach L.A. kam, ihn da besuchte und dann mal reden, denn als Kind war der Vater ja nicht da. Ohne Vater auf und er erfuhr dann auch, dass er einen Halbbruder